Als wir gemeinsam das Bläserbandenprojekt gestartet haben, war ich ziemlich skeptisch, ob das funktionieren kann, an der Grundschule schon mit Kindern Orchesterarbeit zu betreiben. Aber jedes Jahr auf Neue zeigen mir die Kinder, dass die Arbeit, die wir investieren, sich lohnt. Denn die Kinder wachsen in einer unglaublichen Geschwindigkeit zu einer ganz tollen Orchestergemeinschaft zusammen und lernen mit hoher Verantwortlichkeit und unglaublich diszipliniert miteinander zu arbeiten. Sie sind rücksichtsvoll, sie helfen einander, auch Kindern, die am Anfang Schwierigkeiten haben, das Instrument zu halten, aufzubauen oder auch zu spielen. Also ich muss sagen, nach diesen Jahren, ich möchte unbedingt weitermachen. Es ist ein ganz tolles Projekt, das wir mit den Kindern starten. Und es würde nicht so funktionieren, wenn wir nicht so tolle Kinder hätten, wie die, die hier links und rechts von mir sitzen. Sag mal, Aria, du bist jetzt schon in der dritten Klasse. Wie lange spielst du denn jetzt schon? Ungefähr 2 Jahre. Okay, und welches Instrument spielst du? Klarinette. Mhm. Als wir damals überlegt haben, welches Instrument du in der Bläserbande spielen möchtest, an welche Instrumente hast du da gedacht? An die Klarinette und an das Saxophon. Genau, und jetzt hast du die Klarinette ja gespielt, 1,5 Jahre. Und jetzt habe ich gehört, du hast in der Zukunft noch was anderes vor. Erzähl mal. Also, ich werde Straßenmusikerin sozusagen. Ich habe auch schon in einem anderen Land aufgetreten. Und ich war auch noch hier in einem anderen Dorf und habe da schon einen Auftritt geleistet. Das heißt, du hast dich einfach auf der Straße hingestellt und gespielt? Ja. Und sind da Leute stehen geblieben? Ja. Warum sind die denn stehen geblieben? Weil die wahrscheinlich meiner Musik zuhören wollten. Ich muss sagen, gerade am Anfang beim Üben ist es ja dann doch schon mal so, dass der eine oder andere Ton nicht unbedingt dahin geht, wo er hin sollte. Aber mittlerweile sieht man schon ganz deutlich, was sich da so weiterentwickelt, gerade bei den Kindern. Und der Tag jetzt heute hat auch einfach gezeigt, wie sich das weiterentwickelt. Man fängt mit kleinen Tönen an und am Ende ja, steht man dann im Jugendblasorchester und kann dann auch mal ins Ausland fahren und andere Geschichten machen, was ich persönlich echt eine super Geschichte finde für die Kinder. Ja, warum ist nun dieses Projekt Bläserbande so erfolgreich? Natürlich, weil die Eltern mithelfen und üben mit ihren Kindern, gar keine Frage. Aber vor allem auch, weil das Heft, die Bläserbande, wirklich was Außergewöhnliches ist. Und deshalb freuen wir uns heute besonders, dass Herr Gortheil heute bei unserem Konzert dabei geblieben ist, da gewesen ist und zugehört hat. Und Herr Gortheil, wollen Sie uns kurz mal erzählen, wie das Projekt Bläserbande entstanden ist und überhaupt? Ja, zunächst einmal möchte ich mich für die Einladung bedanken. Das hat mir ganz toll gefallen und wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Grundschule, Musikschule, und das war ursprünglich auch der Auslöser. Wir haben die Musikschullandschaft untersteht einem ständigen Wandel. Und wir haben vor circa 15, 20 Jahren bei uns an der Musikschule Kooperationen mit Grundschulen und Musikvereinen gesucht. Und das war eigentlich der Ursprung der Bläserbande. Es gab Schulen, amerikanische oder auch kanadische Schulen,
das Projekt war also nicht ganz neu, aber mir gefiel das mit dem Tonumfang nicht. Und ich habe das im Grunde genommen so, der Grundgedanke war, mit wenig Tonmaterial viel erreichen. Kinder an Musik heranzuführen, gemeinsames Musizieren in Gruppen, im Klassenunterricht. Das war der Ursprung. Bjarne, wie findest du denn das Projekt Bläserbande? Also Jörg, ich muss sagen, ich finde die Idee wirklich sehr gut. Es ist schön zu sehen, dass so viele neue Kinder und Jugendliche jetzt eben in der nächsten Generation Jugendblasorchester, in der ich ja aushelfen darf, eben dabei sind und auch immer wieder welche nachkommen und so viel Freude mitbringen. Gerade jetzt zum Beispiel bei dem Probenwochenende in Wolfenbüttel, es war wunderschön zu sehen, wie sich alle auf die Proben gefreut haben, wie alle super mitgemacht haben. Ja, es war einfach klasse. Denn du hast heute ja auch im Jugendorchester mitgespielt. Aber du warst ja auch mal 2 Jahre lang in der Bläserbande. Was hat dir denn an der Bläserbande besonders viel Spaß gemacht? Also ich fand das einfach toll. Man hat da auch Freunde gefunden und man hat coole Lieder gespielt. Ja. Und jetzt bist du im Jugendorchester. Was findest du daran spannend? Daran finde ich auch toll, dass man neue Freunde findet, man erlebt was, man fährt auch in Ausländer, nimmt da an Wettbewerben teil. Das finde ich einfach cool. Und verrätst du uns auch, welches Instrument du spielst? Ich spiele Saxophon. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Ich glaube, du gehörst zu den Kindern, die auch sich nicht mit einem Instrument begnügen. Erzähl uns mal. Ich spiele dazu auch noch Klavier und ja. Und wie schaffst du das, beide Instrumente so erfolgreich zu spielen? Das weiß ich selber nicht so genau. Ich spiele einfach Klavier und dann spiele ich ein Saxophon. Keine Ahnung, wie ich das immer hinkriege. Wie viel übst du denn so am Tag? Das weiß ich nicht. Oder willst du uns nicht verraten, wie viel du üben musst, damit du so gut bist, wie du bist? Ja, und Enya ist ein Mädel, die eine der ersten war in der Bläserbande. Ist das richtig? Ja, genau. Ich war im Anfangsprojekt und in der ersten Bläserbande. Ja, und heute sehe ich eben natürlich auch durch den Einzelunterricht nach dem Projekt Bläserbande, dass sozusagen ihr habt heute Concerto d'Amore gespielt von Jakob der Hahn. Was meinst du? Ist das was Außergewöhnliches? Ich glaube schon, dass das was Außergewöhnliches ist, denn es sind mehr Stimmen auf jeden Fall. Und er war ja auch schon bei uns zu Besuch. Genau, er war auch schon bei uns zu Besuch. Und was meinst du mit diesem Projekt, mit diesem Werk, Concerto d'Amore? Wollen wir jetzt demnächst wohin fahren? Wir wollen nach Prag fahren, also eine Auslandsreise. Eine Auslandsreise zu einem Orchesterwettbewerb in 2023. Ja, Enya, also du spielst super Trompete, das darf ich wirklich sagen. Wie viele andere auch im Jugendblasorchester, wie alle im Jugendblasorchester. Wie fandst du heute das Konzert? Also es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht, denn wir konnten auch mit den Jüngeren, also mit der Bläserbande noch zusammenspielen und es haben Leute dazu noch gesungen. Genau, wir haben heute ja auch noch mit Chor zusammengearbeitet. Also alles in allem war es wirklich was Außergewöhnliches heute. Danke.
live. Du bist ja auch einer derjenigen, der genauso wie Bjarne übrigens Trompete bläst und nicht in diesem Projekt Bläserbande mitgemacht hast. Trotzdem bist du unbedingt auch, wie alle im Jugendblasorchester, etwas ganz was Besonderes mit deiner Trompete. Sag mal, deine Schwester, die Lin, wie oft übt sie am Tag? Also Klavier übt sie jeden Tag und Saxophon kommt nicht so häufig dran, aber das macht sie natürlich auch sehr oft. Ja. Gut, ne? Nun ja, also ich sehe durchaus, dass auch Lin mit ihrer vierten Klasse, das heißt, sie ist ja jetzt gerade ein halbes Jahr aus dem Projekt Bläserbande raus, hier schon wirklich gut mitspielt. Und was soll ich jetzt sagen? Lin hat, wie einige andere, im Jugendblasorchester ja auch beim Wettbewerb Jugendmusiziert dran teilgenommen, in Sieke als Trio, zwei ist Altsaxophon und ein Tenorsaxophon. Und frag mal deine Schwester, was haben sie für einen Preis bekommen? Was habt ihr für einen Preis bekommen? Wir haben den ersten Platz. Ja, genau. Sie haben den ersten Platz belegt und sind nur einen Punkt an der Landesentscheidung, war das, glaube ich, vorbeigeschrappt. Ja, die Konzerte waren alle sehr außergewöhnlich, die wir in den viereinhalb Jahren letztendlich präsentiert haben. Eines dieser Mädchen, sie heißt Ella zum Beispiel. Ella, welches Instrument spielst du eigentlich? Posaune. Und sag mal, in welche Klasse gehst du jetzt? Zweite. Zweite Klasse, das heißt, wie lange bist du jetzt in der Bläserbande dabei? Halbes Jahr. Ein halbes Jahr bist du jetzt dabei. Und sag mal, was hat dir heute denn besonders viel Spaß gemacht? Dass wir den anderen zusammen spielen konnten. Und die hinter uns, also die Größeren, haben auch ganz schön gespielt. Das fand ich super. Also ich höre schon, dir hat das heute auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das Musizieren eben nicht nur in der zweiten Bläserbande, sondern auch in der dritten Bläserbande, beziehungsweise nachher das Jugendblasorchester zu hören und so weiter. Sie wurden immer ganz hervorragend von der Frau Hering angeleitet und haben wirklich mit Freude in dieser kleinen Gruppe musiziert. Und ich glaube, dass sie, es waren glaube ich 5 oder 6 Kinder, die hatten das Buch im Lockdown, naja, man hat ja auch nichts zu tun gehabt, haben sie das Buch ruckzuck durchgearbeitet gehabt, teilweise auch ohne Anleitung. Also es war echt schön zu sehen und auch schön zu hören, mit welcher Begeisterung die Kids dabei waren. Also wirklich Hut ab und dieses Buch ist ja auch so ausgelegt, dass man auch wirklich auch ohne Anleitung mal schnell ein paar Lieder spielen kann. Bläserbande existiert jetzt seit 4,5 Jahren und wir sind sehr froh darüber, dass wir mit diesem Projekt Bläserbande so viele Kinder gewinnen konnten,
die dann eben auch nach diesem Projekt letztendlich dann in das Jugendblasorchester gehen. Ja, also soweit, so gut. Eine tolle Aktion heute gewesen. Ja, und so wird es hier immer weitergehen in der Musikschule mit immer wieder neuen Kindern, die dann eines Tages in die verschiedenen Orchester der Musikschule gehen oder vielleicht auch sicherlich auch eines Tages mal, wenn sie woanders hingehen, in ein Orchester mitwirken. Und das wird uns alle sehr freuen. Ich darf hier nochmal an dieser Stelle sagen, dass wir ja zum Deutschen Musikfest in Osnabrück gewesen sind, einen zweiten Preis bekommen haben für dieses Projekt Bläserbande. Und im vergangenen Jahr waren wir bei Remix 2022, das Europäische Jugendmusikfestival in Luxemburg. Und ja, wie schon angedeutet, in 2023 werden wir nach Prag fahren zu einem Orchesterwettbewerb. Ich wünsche allen unseren Kindern und Jugendlichen viel Spaß am Musizieren und wir freuen uns auf viele neue Kinder und Jugendliche.